Herzlich willkommen beim Online-Kinderkonzert der Jugendmusikschule Leonberg. Heute erklingen hier alle Instrumente, die ihr, liebe Kinder und Jugendlichen, und Sie, liebe Erwachsene, bei uns lernen können. Wir wünschen viel Freude beim Musizieren und viel Freude beim Anschauen unseres Videos. Unser Sekretariat vermittelt gern Schnupperstunden und Beratungen und beantwortet gern Fragen zu Eltern-Kind-Gruppen, Rhythmik, Instrumentenkarussell und zu unseren vielen wunderbaren Ensembles. Wir würden uns sehr freuen, Sie und euch schon bald bei uns in der Jugendmusikschule begrüßen zu können. Hallo liebe Eltern und vor allem hallo liebe Kinder. Schön, dass ihr bei diesem außergewöhnlichen Kinderkonzert mit dabei seid. Ich bin hier in der Jugendmusikschule, in der ihr vielleicht schon bald ein Instrument lernen dürft. Ihr kennt vielleicht schon das ein oder andere Instrument, aber wir lernen heute alle Instrumente kennen, die es an der Jugendmusikschule gibt. Damit wir die Instrumente besser unterscheiden können, unterteilen wir sie in sogenannten Familien. Da gibt es zum Beispiel die Familie der Blockflöten, der Streichinstrumente, der Holzblasinstrumente, der Blechblasinstrumente, der Saiteninstrumente und der Schlaginstrumente. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mit der ersten Familie an, der Familie der Blockflöten. Hier präsentiert uns Mathis ein Stück für Blockflöte Solo von Jakob von Eyck. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich! Und toll, was aus so einem Instrument rauskommt. Wir machen gleich weiter mit den Streichinstrumenten. Da gibt es prinzipiell vier verschiedene Streichinstrumenten. Das ist von klein nach groß die Violine, dann kommt die Viola, dann kommt das Cello und dann kommt noch der Kontrabass. Los geht's mit der Violine und zwar haben wir zwei, die Katharina und die Katrin und sie spielen uns einen Walzer von Berthold Hummel. Viel Spaß! Thank you.
Wow, was für ein tolles Stück! Weiter geht's mit der Viola, quasi der großen Schwester der Violine. Wir hören von Oliver und Harry eine Gavotte. Viel Spaß beim Zuhören! Gesehen habt, spielt man die Viola und die Violine im Stehen. Jetzt kommt ein Streichinstrument, das man im Sitzen spielt, das Cello. Und die Charlotte spielt uns ein bestimmt sehr interessantes Stück. Es trägt nämlich den Titel Känguru. Ihr habt schon gemerkt, wir bewegen uns ja von klein nach etwas größer nach noch größer und jetzt müssen wir das Instrument wieder im Stehen spielen, denn wir sind beim Kontrabass angelangt, dem größten der Streichinstrumente, und das stellt uns nun Laurin vor mit einem norwegischen Tanz. Thank you.
Nachdem die letzten Instrumente alle mit einem sogenannten Bogen gestrichen werden mussten, kommen wir nun zu den ersten Blasinstrumenten, und zwar den Holzblasinstrumenten. Wir fangen an mit der Querflöte. Hier hören wir von Mayra den ersten Satz aus einer Sonatine. Ist euch aufgefallen? Die Querflöte war doch gar nicht aus Holz. Die war doch aus Metall, die hat so geglänzt, so silbrig. Aber wisst ihr was? Früher hat man die Querflöte aus Holz gebaut und drum zählt sie heute immer noch zur Familie der Holzblasinstrumente. Jetzt kommt aber ein Instrument, das ist immer noch aus Holz. Es hat zwar mittlerweile ganz viele silbrig glänzende Klappen, aber ihr Korpus, das große Schwarze, das ihr gleich sehen werdet, ist immer noch aus Holz. Wir hören von Till Il Carneval di Venezia. Viel Spaß! Thank you.
Was für schöne Musik! Weiter geht's mit einem Instrument, das sieht ähnlich wie die Klarinette aus, aber es ist ein bisschen schmäler und es hat ein ganz anderes Mundstück. Das ist nämlich die sogenannte Oboe. Viel Spaß mit einem sehr lustig klingenden Stück, dem Zug der Zwerge, präsentiert von Jakob. Weiter geht es mit einem Stück, das bestimmt jeder von euch kennt. Ich verrate den Titel noch nicht, aber ich verrate euch, was für ein Instrument gleich erklingt. Es ist das Saxophon. Und das Saxophon ist ähnlich wie die Querflöte auch größtenteils aus Metall. Aber es soll so klingen wie ein Holzblasinstrument und darum zählt es zur Familie der Holzblasinstrumente. Präsentiert wird das Saxophon von Nils. Na, ihr habt das Stück bestimmt erkannt. Klar, die Melodie aus Löwenzahn. Nun kommen wir zum größten Holzblasinstrument, das wir in der Jugendmusikschule haben. Es ist das Fagott. Das ist quasi der große Bruder der Oboe. Wir hören von Simon Introduction and Hornpipe. Thank you.
Nachdem wir jetzt schon einige Holzblasinstrumente gesehen haben, die wie Blechblasinstrumente aussehen, aber gar keine sind, kommen wir jetzt zu den wirklichen Blechblasinstrumenten. Wir fangen mit dem kleinsten Blechblasinstrument an, was aber nicht heißt, dass es leise ist. Es ist nämlich die Trompete. Und wir hören Mattis mit einem ersten Satz Allegro aus einer Sonate. Da kommt was raus. Super. Weiter geht's mit einem Blechblasinstrument. Das hat ganz viele Windungen. Es ist nämlich das Horn. Und das Horn wird präsentiert von Julian mit einem Stück von Georg Friedrich Händel. Thank you.
ganz vielen Windungen kommen wir jetzt zu einem Blechblasinstrument, wo man ganz viel ziehen muss. Es geht nämlich um die Posaune. Die Posaune ist wieder ein bisschen größer und klingt dadurch ein wenig tiefer als das Horn. Uns wird die Posaune vorgestellt von David mit dem Stück Green Sleeves. Natürlich gibt es auch noch größere Blechblasinstrumente wie die Tuba. Die könnt ihr zum Beispiel bei einer Schnupperstunde hier in der Jugendmusikschule ausprobieren. Wir machen aber jetzt weiter mit den Saiteninstrumenten. Nachdem wir jetzt viel geblasen haben, wird es Zeit, die Saiten zum Klingen zu bringen und wir fangen an mit der Gitarre. Die Gitarre stellt uns Tim mit einem wunderbaren Stück vor. Nachdem die Gitarre jetzt gezupft wurde, kommen wir zum Klavier. Das Klavier kennt ihr bestimmt. Das ist meistens groß und viereckig, aber jetzt seht ihr einen Flügel. Das ist quasi ein sehr großes Klavier, wo die Saiten so liegen und mit einem Hammer angeschlagen werden, wenn man auf eine Taste drückt. Wir hören ein Stück von Béla Bartók, gespielt von Michel. Thank you.
Nachdem ich euch vorhin schon von Hammern erzählt habe, die auf Saiten schlagen, kommen wir jetzt zu den Schlaginstrumenten. Und da gibt es wirklich viele. Das Vibraphon, das Marimbaphon, jede Menge unterschiedlicher Trommeln und viel, viel mehr. Jetzt hören wir aber ein Schlaginstrument, das sicher jeder von euch kennt. Das Schlagzeug. Nikolaus spielt uns ein Stück mit dem Titel Solo Nummer 2. Jetzt haben wir eigentlich alle Familien durch. Wir haben die Blockflöten gehört, die Streichinstrumente, die Holzblasinstrumente, die Blechblasinstrumente, die Saiteninstrumente und die Schlaginstrumente. Aber ein Instrument fehlt noch. Das habt selbst ihr immer mit dabei. Was könnte das sein? Schaut mal, wir hören Alina mit All of Me. What will I do without your small mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Mind, 'cause all
Habt ihr es erkannt? Klar, es ist unsere Stimme. Die haben wir immer mit dabei. Und Alina hat uns eindrücklich gezeigt, was damit alles möglich ist. Leider sind wir jetzt schon am Ende unseres Kinderkonzertes. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wenn ihr wollt, dürft ihr jetzt zu Hause ganz laut für die ganzen Kinder klatschen, die euch die Instrumente so toll vorgestellt habt. Wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr einfach hier in die Jungmusikschule kommen und bei einer Schnupperstunde ein Instrument oder vielleicht auch zwei Instrumente eurer Wahl ausprobieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Bis dann!